So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game von Wolfbite LP. Als erstes Mal, bevor ich das vergesse, ihr habt mir gesagt, ich soll doch nochmal ein paar Decks zeigen und nach Möglichkeit sollte dabei das... wo ist es denn? Ne Quatsch, das war ja hier. Mein Biene-Maja-Deck sein, also ich zeige euch mal beide. Das hier ist das Expanded Biene-Maja-Deck. Ich lasse es jetzt einfach mal kurz durchfahren. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und deshalb zeige ich es einfach nochmal. Das hatte ich ja nicht im Video gebaut. Das hatte ich ja damals auf meinem alten Deck gebaut, meinem alten Nachtwanderungsdeck, das ich ja verworfen habe. So. Einfach jetzt mal im Schnelldurchlauf. Passt. Dann möchte ich euch noch mein Standarddeck zeigen. Das Feuerdeck, das ich die letzten beiden Parts gespielt habe. Wenn ich es denn finde. Mein Ring of Fire, da haben wir es doch. So. Da sind ja keine Tauschkarten drin. Das werde ich eventuell nochmal ändern. Aber das spielen wir heute eh nicht. Denn das macht keinen Sinn. So, Events. Könnten wir theoretisch an einem Turnier teilnehmen. Wir könnten aber auch die neue Versus-Leiter gerade mal machen. Dafür nehmen wir nämlich unser Nachtwanderungsdeck gerade, wenn das sich so großer Beliebtheit erfreut. Und vielleicht ich sogar mal ins erweiterte Format komme. Das da geht. Dann geht das jetzt immer noch nicht. Das geht auch nicht. Das geht. Jetzt geht's. Es spinnt manchmal ein bisschen. Also, ja, ist halt so. Lässt sich nicht vermeiden. Dann kann ich heute nämlich auch ein bisschen labern. Ich möchte mich heute ein bisschen labern. Aber erstmal muss ich mein Deck finden. Moment, das hieß Biene Maja, das heißt B ganz am Anfang. So. Ja, was ist eigentlich los mit euch? Seid ihr krank? Also jetzt im Sinne von Fieber oder so. Ich habe ewig gebraucht, um... Also ich habe ja ein paar Infovideos gemacht und ein paar Mal gefragt wegen Ask Wolf und was da für Fragen an mich gehen. Und gestern habe ich ja noch ein Video gemacht und ich weiß nicht, was es war. Ob es die Langeweile war, weil nur ein Video kam. Aber auf jeden Fall plötzlich zig Fragen kamen an. Mehr als genug für das Ask Wolf. Also nochmal danke dafür. Das hat mich richtig gefreut, dass so viele Kommentare da plötzlich kamen. Also wenn ihr wollt, gerne mehr kommentieren, ja? Bin ich immer froh. Dürft gerne so weitermachen. Das so als ersten Punkt. Das wollte ich euch bloß mal gesagt haben. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, alles zu beantworten. Also nicht beantworten werde ich es eh nicht, weil das kommt ja dann im Video nächste Woche. Das werde ich nämlich jetzt die Woche in Angriff nehmen. Aber, nee, so auf Kommentare einzugehen, auf Kommentare zu antworten, die ihr mir geschrieben habt, habe ich nämlich gestern nicht mehr geschafft. Ich war auch ein bisschen müde dann. Und ja, heute habe ich es eh noch nicht geschafft, weil heute will ich das gerade noch aufnehmen. Dann werde ich es rendern, dann werde ich tatsächlich mich jetzt fertig machen, mein Zeug packen, weil ich will heute wieder in meine Wohnung fahren. Und von dort aus lade ich das hier dann hoch, dass das pünktlich kommt. So, Nachtwanderung bringt uns nichts. Ist eigentlich völlig wurscht, welches ich hier nehme. Ja, wie gesagt, gestern war ich ein bisschen müde. War furchtbar. Und Samstag, davon kann ich euch mal erzählen, Samstag war grauenhaft. Weil Samstag ging es, also da hätte ich ja eigentlich meinen Jahrgangstreff da gehabt. Da wollte ich aber nicht hin, weil kaum einer von meinen Schulfreunden war da und ich habe mich auch nicht so sonderlich wohl gefühlt. Ich hatte Kopfschmerzen, mir war ein bisschen schwummrig. Also alles in allem nicht so super. Und hinzu kam, wir hatten so, also ich frühstücke ja nicht und wir hatten als Essen uns einen Braten mitgenommen, Sauerbraten.
So, den haben wir gemacht und dann kam das, was keiner haben wollte. Meine Schwester kam zu Besuch. Also ich habe nichts gegen meine Schwester, ich mag meine Schwester. Aber ihr Timing ist furchtbar. Denn ich sag mal, wenn jemand Essen fertig hat und eigentlich essen will, dann will man nicht gerade, dass der Besuch vor der Tür steht. So, meine Schwester, wir das Ding erstmal runtergestellt. Später haben wir es dann noch fertig gemacht und war auch noch essbar zum Glück. Aber meine Schwester da, ich musste auf den Dachboden. Freude, Freude, oben ist ein Wespennest zum einen. Zum anderen, ja. Dort nach Zeug gucken, weil meine Schwester ein Skateboard vermisst, das hatte ich wohl mal irgendwann bekommen. Auf dem Dachboden war es nicht, ich nehme an, meine Mutter hat das im Keller. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich gucke da einfach, wenn ich das nächste Mal in der Nähe bin, mal nach. Das hier geht nur für Feuerenergie, ne? Ja. Was hat das jetzt gemacht? Weiß ich nicht. So, jetzt kann ich ja hier allerhand... Das hier werde ich mal machen. Ich nehme den Ball, dann das von Weisel und dann das hier. Ist eigentlich egal, ich brauche bloß den Superball. Ja, auf jeden Fall alles nicht so toll, weil dann meine Schwester noch rar gemacht hat, Zeug runtertragen vom Dachboden für meine Nichten. Und ich fand's so super, weil mein Schwager wollte Holz wegfahren, so von einem alten Zaun. Und mein Vater meint so, ja, das sägen wir auseinander mit der Kettensäge. Sag ich, ja, das ist super für meine Kopfschmerzen. Wie sind die immer noch da? Meine Nichte schreit rum. Ich meine ja, als ob ich davon irgendwas besser kriege. Ja? Wenn meine Nichte rumschreit, dass davon die Kopfschmerzen weggehen. Ich glaube nein. Und so war es dann auch. Also mit den Kopfschmerzen, es wurde nicht besser. Ich war froh, als ich dann um 19 Uhr, nachdem meine Schwester weg war, endlich das erste Mal an dem Tag was essen konnte. Also, Timing, ne? Aber so ist sie, meine Schwester. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich gestern noch Wäsche gewaschen, fand ich nicht so lustig. Also Wäsche waschen an sich ist nicht schlimm, aber der Trockner hat nicht richtig getrocknet und meine Bettwäsche war drin. Demnach war die noch etwas feucht, war nicht ganz so schön. Ich war froh, als ich die dann halbwegs mit Hängen, dann Aufhängen getrocknet hatte. Ah. Leute, ab und zu gibt's wirklich Chaos. Und nachdem wir dann hier endlich mal zurande gekommen waren, obwohl ich nehme nur eins, dann hole ich mir das da, genau. Ja. Da. Nee, anders. Nicht da als Plätzerand. Quatsch. Bin ein bisschen neben der Spur noch, es ist noch recht früh. Ja. Nachdem ich dann all das durchgemacht hatte, heute, gestern, habe ich dann vergessen, meine Wäsche umzuwechseln. Also aus der Waschmaschine in den Trockner. Demnach muss ich jetzt noch warten, dass ich heimkomme und es wird ja heute warm. Und demnach möchte ich eigentlich so früh es geht nach Hause. Damit es nicht ganz so heiß wird. Und was das Ganze nicht unbedingt besser macht, ich habe jetzt immer noch das Problem mit dieser dämlichen Oberleitung. Das heißt nämlich, ich fahre
jetzt wieder außenrum. Das heißt, ich war jetzt praktisch an meinem Zuhause vorbei, fahre bis zum Hauptbahnhof und fahre dann mit der Straßenbahn wieder zu meinem Zuhause zurück. Bin ich wieder ewig lange unterwegs. Freut mich natürlich dementsprechend. Und ja, ich bin froh, wenn ich daheim bin und mich ausruhen darf. Und das ist gemein, was unser Gegner da macht. Oh, und ich bin verspannt ohne Ende. Man hört es vielleicht knacken, wenn ich hier so einen Kopf bewege. Also ich höre es knacken, ob ihr es knacken hört, weiß ich nicht. Ja, das war so im Großen und Ganzen mein Wochenende. Zero hat jetzt endlich einen Termin gefunden, wann er mich besuchen kommt. Er kommt mich besuchen am nächsten Donnerstag. Also diesen Donnerstag, jetzt vor Ostern, kommt er mich besuchen. Freue mich natürlich, weil Zero kommt vorbei. Yay, Party. Nein, also so viel Party ist da nicht. Aber es freut mich trotzdem. Es wird wie immer lustig. Ob wir da schon Sister Location aufnehmen oder noch nicht, steht noch nicht fest. Aber ich weiß, ihr würdet es euch wünschen, aber wir müssen ja auch ein bisschen gucken, dass wir privat mal wieder was zusammen machen. Gucken wir einfach. Ja, und für mich geht jetzt die Heimreise los. In einer Stunde tatsächlich. In einer Stunde ist meine Wäsche fertig. Ich werde jetzt während dieses Video hier rendert tatsächlich schon packen. Alles, was ich noch nicht gepackt habe. Großteil ist schon fertig, nur Technik noch nicht. Die werde ich tatsächlich jetzt packen. Und dann geht's. Da muss ich sofort tatsächlich zum Bahnhof, sonst komme ich zu spät. Und der Zug fährt ja aus diesem dämlichen Kaff nur alle Stunde weg. Und ja, den gucken wir mal, damit das Video hier noch pünktlich kommt. Ach Gott, wir haben verloren. Wir haben tatsächlich verloren. Aber wir nehmen zumindest noch ein Pokémon hoffentlich mit. Wenn wir unser Stadion ziehen, dann nehmen wir es mit. Und wir haben es gezogen. Okay, ich dachte eigentlich, das käme jetzt erst. Aber gut, ich werde mich nicht darüber beschweren. So, zumindest eins. Ja, was gab sonst noch? Sonst wüsste ich eigentlich gar nicht, was ich euch noch erzählen soll. Tatsächlich ist mein Leben recht langweilig. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es recht nervig. Weil jetzt... Mein Vater will, dass ich dann nächste Woche wegen Ostern nochmal vorbeikomme. Dann... Dann ist halt Ostern, ja. Was soll ich dazu sagen? Es ist Ostern. Das heißt, ich muss am Freitag wieder fahren. Bin ja jetzt heute erst Montag heimgefahren. Wegen dieser dämlichen Oberleitung, dass zumindest dann die Straßenbahn recht zügig kommt. Ja. Also das ist doof. Dann bin ich 4 Tage daheim, dann muss ich wieder los. Na, werde ich wahrscheinlich auch erst gegen Abend fahren. Dann nach Ostern wieder heim und dann beginnt tatsächlich meine Uni wieder. Was ich nicht so toll finde, die beginnt dann schön um 8 Uhr morgens. Also nicht 8 Uhr, 8 Uhr 55 morgens. Das macht es nicht unbedingt besser, weil ich stehe meistens erst danach auf, nachdem es schon losgegangen ist. So, was machen wir denn? Machen wir noch ein Part? Nee, das wird zu lange. Und noch ein Booster aufkommen. Ein Booster können wir uns leisten, das machen wir jetzt. Ich weiß, die neue Erweiterung kommt jetzt mit schnellen Schritten. Nee, die Hüllen will ich nicht, die sind hässlich. Aber da können wir uns das trotzdem leisten. Also ein Booster können wir uns heute leisten. Habe ich jetzt entschieden. Könnt ihr mir ja schon mal schreiben, wie ihr Ostern verbringt. Es kommt hier noch ein Video, wenn man zuerst mal das da auch vor Ostern
kommen noch zwei. Beziehungsweise Karfreitag kommt natürlich das letzte für diese Woche. Und dann geht es am Ostermontag weiter. Ich mache auch wahrscheinlich kein Osterspecial, weil ich einfach nicht dazu komme. Ja, ich musste mich jetzt fürs Wochenende dann vorproduzieren und ist alles irgendwie ein bisschen anstrengend. So, Branawatz mit Abzapfen und holpriger Fall. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verwirrt. Ja, kennen wir schon. Ist trotzdem ganz cool. So, und jetzt das neue Booster. Übrigens schon mal Ankündigung. Tatsächlich wird Dragon Ball Xenoverse diese Woche enden. Es wird bis nächste Woche erstmal keinen Ersatz geben. So, ein schillerndes Kommandutan, das finde ich schon mal cool. Ein Quapuzzi mit Duplex-Hieb und Wellenplatscher. Joa, geht. Ist jetzt nicht so toll, aber sieht cool aus. Ein Frubeiler mit Lockduft und Stampfer, auch nicht so das Wahre. Und das da kennen wir schon, bloß jetzt ist es schillernd. Ja, warum nicht, ne? Also, es wird wahrscheinlich jetzt erstmal diese Woche... Na, schreibt mir jemand. Viel Spaß beim Aufnehmen. Oder bei der Aufnahme. Danke, Flo, danke. Ist aber jetzt rum. Ja, wie gesagt, da kommt erstmal kein Ersatz. Da wird auch noch ein Infovideo dann kommen, weil ich da... Dann habe ich ein bisschen was weg, bis wenn jetzt die Uni wieder losgeht. Es wird dann früher oder später wieder eins kommen. Ich kann noch nicht versprechen, dass es dann die Woche drauf schon kommt, aber diese Woche, also ich habe jetzt schon tatsächlich das Projekt fertig aufgenommen, außer das, was ich mit Zero zusammen dann noch aufnehmen werde, nämlich die Zeitrisse. Und mal gucken. Es wird dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen aussetzen, der Sendeplatz. Und ja, dann gucken wir einfach mal, dass ich da nur noch 2 bis 3 Videos am Tag bringe, tatsächlich für eine Zeit, weil ich da einfach mit der Zeit sonst nicht hinkomme, gerade wegen Ostern. Gut, Leute, ihr lasst mir jetzt aber ein nettes Kommentar, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es hier dann am Mittwoch weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.